Hi Leute, das ist Sano hier und willkommen zu Woche 4, dem Speer 4 in Division 2 der neuen Manhunt. Ja, neue Woche, neues Glück. Und zwar, passt auf, Woche 4. Erste Aktivität. Überall in West Potomac Park brennt es. Haben Sie je davon geträumt, ein Feuerwehrmann zu sein? Fortschritt 0 von 3. Können wir uns eigentlich schon denken, im West Potomac Park, also hier das komplette Gebiet um Lincoln Memorial und das Washington Monument herum. 0 von 3, das sollten 3 Aufgaben sein und die werden wir jetzt mal tackeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, das war der letzte. Jetzt aktivieren wir noch die Propagandasendung. So, damit ist die Speeraktivität abgeschlossen, die erste. Mal schauen. Aktivitäten in West Potomac Park abschließen, 0 von 3. Aktivität 2. Bevor es weiter in den Kaninchenbau geht, muss der gebrochene Deich überwunden werden. So, Deich, überflutete Damm. Das ist unser nächstes Ziel. Machen wir den Kontrollpunkt. So, kriegen wir noch die restlichen Gegner. Und damit ist Aktivität 2 abgeschlossen. Schauen wir uns mal an, was wir jetzt machen müssen. Nun, Kontrollpunkt überfluteter Damm übernehmen. Sehr gut. Aktivität 3. Ich wollte sehen, wie sie mit den Schergen umgehen, bevor wir uns an die hochrangigen Ziele machen. Da, normale Mobs und ein benannter Mob. Und das kann eigentlich nur ein Kopfgeld sein. Wie gesagt, Leute, wie bei den anderen Fahndungen auch, wenn ihr kein Kopfgeld in dem entsprechenden Gebiet haben solltet, hier die öffentlichen Hinrichtungen oder wenn ihr alles grün habt, die Geiselbefreiungen, etc., die geben euch Kopfgelder in dem entsprechenden Gebiet, wenn es erfüllt ist. Deswegen triggern wir jetzt mal eins an. So, und wählen uns mal eins aus hier. Alle nur herausfordernd. Egal. Schwierigkeit spielt da keine Rolle. So, dann ab dafür. Direkt nebenan. Ich mag die Kopfgelder in dem Gebiet rund um West Potomac Park eigentlich nicht, weil ich mich immer wieder verlaufe. Das geht euch wahrscheinlich auch so. Nicht das Navi in Division 2 ist echt das Schlimmste überhaupt. Wow! So, kümmern wir uns noch um die letzten Hansel hier. Oh, das war Roe. Natürlich bricht dann hier die Hölle los, weißt du? Bist du in dem Gebiet, findest eh die Schnitzer recht, wegen dem scheiß Navigationssystem, was nicht funktioniert. Und dann kam noch eine Überwachungsdrohne mit hinzu. So. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Das sollte funktionieren. Vielleicht hat Brille die Regeln geändert. Wir müssen wohl weitersuchen, Agent. Okay. So, und das war's auch schon mit Woche 4, dem Speer Nummer 4 in Division 2 in der aktuellen Season. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Lasst mir gerne Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye.